Die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna hat einen weiteren Schritt unternommen, um unsere Heimat ein Stück nachhaltiger zu gestalten. Anlässlich des Internationalen Tag des Baumes brachten WGP-Geschäftsführer Jürgen Scheible und Bürgermeister Markus Dressler symbolisch neues Leben in den Erdboden. Ja, es ist bei uns zu einer kleinen Tradition geworden, zum Tag des Baumes immer einen Baum zu pflanzen. Ist aber nicht der einzige Baum, den wir pflanzen. Wir pflanzen das ganze Jahr über Bäume in unserem Bestand. Diese spezielle Pflanzaktion, bei der 30 Bäume in mehreren Stadtteilen verteilt wurden, begann bereits am 19. April. Ihren Höhepunkt fand sie eine Woche später an der Ecke Klosterstraße-Lauterbachstraße. Hier wurde ein ganz besonderes Gehölz gesetzt, ein kalifornischer Bergmammutbaum. Die immergrüne Pflanze gilt als mächtigste der Erde. Wie groß das mal wird, ob das 10 Meter, 20 Meter oder wie viel wird, das hängt dann auch von den Bedingungen ab, vom Standort. Aber kann schon ganz schön alt werden. Um genau zu sein, bis zu 3000 Jahre, wie Siegfried Mattes zu berichten weiß. Pirnas ehemaliger und langjähriger Stadtgärtner hatte die WGP sowohl bei der Baumauswahl als auch bei der Standortsuche unterstützt. Denn eines ist klar, nur nachhaltig sein wollen reicht heutzutage auch nicht mehr. Das Bewusstsein ist bei vielen Mietern da, die sich also gern viel Grün wünschen. Es gibt aber auch andere Mieter, die sagen, ach, der Baum, der stört mich vor meinem Haus, er macht meine Wohnung dunkel. Also es ist immer so eine bisschen zweiseitige Geschichte, weswegen wir da auch gucken müssen, wo wir Grün pflanzen. Wir achten da auch drauf, dass es, wenn wir was Neues pflanzen, auch Bäume sind, die gut in das Wohnumfeld passen. Wie der kalifornische Bergmammutbaum einmal aussieht, wenn er seine volle Pracht erreicht hat, kann man schon heute an der Elbpromenade erahnen. Aufgrund der Schönheit der schattengebenden Pflanze, die wie am Reißbrett entworfen scheint, hat die WGP 3 weitere Exemplare auf dem Sonnenstein gepflanzt. Auch die im Vorjahr gepflanzten Zierkirschen an der Julius-Fučík-Straße haben im wahrsten Sinne des Wortes Wurzeln geschlagen und erstrahlen in farbenfroher Blüte. Für Siegfried Mattes ein klares Zeichen, dass sich in Sachen Stadtgrün über die Jahre einiges verändert hat. Ich denke schon positiv. Und wenn man jetzt sieht, dass die WGP das aufgenommen hat, das Thema, dann ist das schon erfreulich. Während der Tag des Baumes in 2022 deutschlandweit sein 70-jähriges Jubiläum feiert, hat auch die WGP allen Grund zur Freude. Pirnas größter Wohnungsvermieter begeht in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Ich bin ja immer noch relativ neu in Pirna, habe aber natürlich schon auch aus vielen Gesprächen erfahren, dass die WGP in den 30 Jahren einen schwierigen Weg gegangen ist, hat ein anspruchsvolles Erbe übernommen. Mittlerweile, so sagt Dressler, sei das städtische Unternehmen sehr gut aufgestellt und somit ein elementarer Bestandteil des Lebens und Wohnens in Pirna. Ich denke, die WGP ist nie nur der größte Vermieter in Pirna, sondern wirklich auch der natürlich als städtische Gesellschaft den größten Rundumblick hat, ne, und auch die größte soziale Verantwortung auch in schwierigen Zeiten übernimmt. 30 Jahre WGP und 30 Bäume für Pirna sind der beste Beleg für diese Aussage. Um diesem Anspruch an sich selbst auch in den kommenden Jahren gerecht zu werden, heißt es nun, die Tradition im Gedächtnis und der Zukunft zugewandt.